zurück in State of Decay. Wir haben gerade einen Außenposten errichtet und den werden wir jetzt mal ganz fix vergrößern. Den Schutzbereich zumindest. Und dann schauen wir nochmal, was wir denn so bei uns tun können. Denn jetzt ist ja mal endgültig alles hier. Ah, wir brauchen einen Koch. Jetzt ist ja mal endgültig alles hier fertig. Dies soll den Ertrag unseres Gartens steigern. Garten erfordert. Naja, können wir Lebensmittel in Benzin? Möglichkeit, Schützenminen herzustellen. Da geht ja noch weiter. Gewächshausanbau. Dies würde den Ertrag unseres Gartens steigern. Moment. Hatten wir das nicht gerade? Achso, ist nur noch die eine Option. Also hier können wir keine Leute ausbilden. Dann machen wir erstmal den Garten nach oben. Schützt vor Verderben. Lebensmittel haltbar machen, natürlich. Ja, komm, mach mal ein großes Essen. Machen wir gleich mit. Hier sind Parkplätze. Das hier können wir noch nicht upgraden. Wir haben nicht genug Material. Wir können den Garten nicht größer machen. So, erhalte beim Schießen mehr. Wir können sicher jetzt mit unserem... Ja, sicher. Scharfschützen. Los. Und hier machen wir mal... Neue Überlebende, was soll's. Oh, das hat mich jetzt 100 gekostet. Krass, wie viel Einfluss man dadurch verliert. Tja, jetzt war hier nebenan direkt ein Infektionsherd, ne? Wie sieht's denn aus? Markus könnte mal eine kurze Pause vertragen. Hierfür können wir eigentlich... Der da. Ach, der ist beschäftigt. Ja, komm. Einer von denen kann auch mal... arbeiten. Was hast denn du alles? Ja, wie viel Zeug hast denn du dabei? Das brauchst du auch alles gar nicht. Die Moral ist auch nicht auf 100%. Komisch. Hast du eine Schrotflinte dabei ohne Munition? Dein Ernst? Ach je. Wow, ich habe nur zwei Schusswaffen da drin. Krass. War mir sicher, ich hätte viel mehr. Oder es sind... Ich hatte doch mal viel mehr Munition hier drin. Was ist denn da los? Das ist jetzt alles in der Zeit, wo ich nicht da war, aufgebraucht, oder was? Läuft bei dir. Na, hoppala. So. Wer ist denn da hinten? Ach, hier, das ist er doch. Zu dem wir eigentlich wechseln wollten. Komm. Let's do this. Ab geht es. Das ist tatsächlich direkt um die Ecke. Ja, dich brauchen wir hier nicht. Hier ist natürlich ungünstig, wenn hier ein Infektionsherd wäre. Ich habe keine Schusswaffe, fällt mir gerade auf. Für die Kreischer. Jetzt gleich kommen werden. Oh, ich sehe schon die ganzen Augen, die mich angucken. Oh oh, Kreischer. So, da liegt doch schon mal einer auf dem Boden. Doch noch einer auf dem Boden. Oh, die Kreischer sind halt. Sind halt nicht so geil. Ich sehe nichts. Ich sollte mal Licht anmachen. Sehe ich vielleicht auch, dass hinter mir ganz viel. Oh shit, geh mal raus, bevor der Kreischer jetzt anfängt zu schreien. Da ist noch ein Kreischer. Der muss mal ganz fix ein Ende finden. Oh. Nikolas? Wo ist denn der hin?
Area secure. No Zeds here. I'm done. See you around. Ah, alles klar, dann können wir doch direkt wieder wechseln. Dann kann sich der Kollege nämlich auf den Heimweg machen. Und wir klären Quentin auf oder nicht? Was ist denn da gerade passiert? Okay, wir machen den Infektionsherd mal weg. Dafür können wir aber wieder wen anders nehmen. Sie zum Beispiel. Die auch viel zu viel Shit dabei hat. Nein, ich kann nicht mehr lagern. Okay, unser Essensspind ist wohl komplett voll. Na gut, das habe ich auch alles bisher richtig krass eingelagert. Ja, kläre ich die jetzt, kläre ich Quentin auf oder nicht? Ja, ich weiß auch schon, wo wir einen noch hinsetzen. Ha, was hätte ich denn davon, wenn ich ihm sage? Dann würde er mir wahrscheinlich ein bisschen Vertrauen entgegenbringen. Hier ist ein Leiter. Krass. Dann würde er mir vielleicht ein bisschen Vertrauen entgegenbringen, ja? Aber auf der anderen Seite ist ja eigentlich die Bäcker, die da das Sagen hat. Und ich glaube, die hätte das nicht so gerne, wenn ich erzähle, dass sie eine Prostituierte war. Denn ja, die wird sich nicht ohne Grund umbenannt haben. Mein Inventar ist voll, ja, ich weiß. Confirmed. We're Zed free here. Können wir hier. Der Ort muss vollständig. Was? Ach komm. Habe ich nicht schon alles durchsucht? Das da habe ich. Ist bestimmt wieder irgendwas hier davor oder so. Nee. Hier. Ja, vielleicht oben. Oder? Nö. Ja. Aber das wäre ja auch ein ganz guter Spot. Mal kurz gucken. Unser Außenposten da ist schon fast kaputt. Willst du mich veräppeln? Oder baut der sich gerade erst auf? Maybe later. Ach, Leute. Was habe ich denn hier noch nicht durchsucht? Das da. Ach, Moment. Aber nicht das hier, was hier weiß blinkt, oder? Da war ich doch eben schon dran. Nee, war ich nicht. Da war ich doch eben. Was soll denn der Mist? Falsch gehand... Hä? Was? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Looks like a good spot for an outpost. Should I tell everyone to pack up? Yeah, I'm pulling the trigger on this outpost. Okay. Du hast einen Revolver. Das ist aber ein bisschen laut. Das haben die da drüben zum Beispiel gehört und kommen jetzt alle an. Der hat auch nur 5 Schuss. Und jetzt muss ich alleine so einen Infektionsherd klären. Oh, die stehen ja alle nur hier rum. Wow. Die blicken überhaupt nicht, wo das herkam. Okay, den treffe ich nicht. Ja. Oh shit, da kommt eine Zombie-Horde. Oh, leck mich doch am Arsch. Oh Gott, die Zombie-Horde kommt immer näher.
werde jetzt auf jeden Fall die Zombie-Horde gleich pullen. Oh, ich hab's schon gepult. Area secure. Jawoll! Muss es. Da hinten steppen sie. Diktierum. Ach, das kann ich nicht durchsuchen. Darunter wollte ich, glaube ich, nicht. Ah, das heißt, ich muss jetzt in die Herde reinrennen. Ja, dann lauf mal, Mädchen. Bevor sie dich gleich erwischen. Ist der Außenposten jetzt schon überrannt worden? Euer Ernst? Nee. Außenposten steht noch, aber hier rennen überall Zombies rum. Das ist natürlich super optimal. Hier ist natürlich alles offen, ja. Kann jeder einfach mal so reinspazieren. Ohne Probleme. Gut. Kurz Karte gucken. Außenposten steht. Achso, die bauen sich erst auf. Ja. Ich finde, der Bereich ist erstmal ausreichend. Ja, den kläre ich mal nicht auf. Schließ dich Sergeant Tanner an. Hilf ein Infektionsherd. Hilf den weniger Wohlhabenden. Geh den Hinweisen auf Überlebende nach. Damit habe ich doch, glaube ich. Und ist sie schon durch? Ja, ne? Müsste eigentlich... Nee. Hat sie noch nicht. Dann ist der Sergeant Tanner jetzt dran. Goddammit, Charlie, actual, these people are gonna die without help. Ja, ja, ich komme ja schon. Ich komme schon. Mach die Tür wenigstens hinter dir zu. Ja, komm. Oh. Ja, gut. Aber gut eingeparkt. Denke, oh, ganz vorsichtig, nirgendwo gegenfahren. Ich denke, den Rest können wir mal so nebenbei stehen lassen. Wer war denn jetzt? Wer war denn der Sergeant Tanner nochmal? Das war aber nicht der Army-Typ, oder? Nee. Das wär ein bisschen komisch, wenn er auf einmal anfangen würde, den Leuten zu helfen. Zaun? Tanner, wo bist denn du? Da steht er. Ah, doch, ist der Militärtyp. Dann habe ich ja doch den richtigen. Was? Weißt du, dass ich schießen kann? Und jetzt soll ich vorrennen, oder was? Ja, sicher. Großen, starken Männer bleiben hinten, während die Frau vorrennt. So lobe ich mir das. Oh, was ist denn jetzt los? Es ruckelt. Ja, huch. Es hat sich gerade so angehört, als wäre hier ein Dicker dabei gewesen. Seid ihr alle tot? Ja. Well, that was exciting. Sounds good. All right. I apologize for all the times I implied I'd shoot you in the head if you kept breaking quarantine. Tell you what, I've got some pull with the artillery pukes attached to my unit. I supply them with seized whiskey, and they rain hellfire on any hordes that happen to notice me and my boys. You get in a tight spot, give them a shout on the radio. I'll get the cannon cockers to send you a special delivery. But, nice. We should get moving. That fight's gonna draw more of them here soon. I'll see you around.
Haben wir jetzt noch alle Artillerieunterstützung? Ja, sicher. Wo muss ich denn hin? Den nicht sofort Infektion. Hä? Was ist denn das? Oh nein, Infektionsherd. Ausguck. Da gehen wir hin. Jetzt ist die Marker weg. Ah, manchmal, ne? Steht hier wenigstens Auto rum? Ja, irgendwo steht hier eins. Ein gute alte Pharma-Auto. Fahren wir lang. Ist das ein Feldweg oder ist das... Okay, ich vertraue einfach mal, dass das ein Feldweg ist. Wow, mit dem Wagen kann es sich ja nur um Stunden handeln, bis wir ankommen, wo wir... Moment mal. Hä? Ist jetzt nicht wirklich ein Zaun. Wer baut denn so eine Straße oder so einen Feldweg? What a joke. Oh, da war auch ein Vetter dabei. Das muss ein Swat-Zombie gewesen sein. Stopp. Hier geht's lang. Ja, bin ich mal gespannt, was der Sergeant Tanner uns so zeigen kann. Bin vor allem mal gespannt, wie lange sich das Spiel noch zieht. Inzwischen sind wir ja bei Folge 26, glaube ich. Mega die Ruckler. Läuft. Ja. Es gibt halt andere Spiele, die sind an der Stelle... Gut, dass ich da nicht zu schnell drüber gefahren bin. Es gibt halt andere Spiele, die an der Stelle dann schon vorbei wären. Weil ich auch ziemlich langsam vorankomme. Wenn ich mal ehrlich bin. Irgendwas stimmt hier gerade überhaupt nicht. Es ruckelt zu... Sag, ich bin falsch gefahren. Jetzt wäre ich beinahe in einen Abgrund gerollt. Wo muss ich denn? Ich muss voll den Umweg fahren. Zack, ist er weg. Oh, Norma, fahr ein bisschen schneller. Da haben wir beide was von. Wie dezent die auch immer am Straßenrand rumstehen. Nur auf mich warten. Hier rein? Ja, hier rein. Oh Gott. Hoppala. Er rollt gerade meinen Stuhl vom Tisch davon. Ah, passt. Sehr gut. Oh, ah, ah. Wagen hat auch einen ziemlich schlechten eine ziemlich schlechte Lenkung. Aber am meisten stört mich gerade, dass das so ein bisschen dezent schlecht läuft. Mit den Frames. Alright, I'm in the area. War ich eigentlich? Eigentlich bin ich bei 30. Hier bin ich falsch. Oder? Noch einmal schon mal außen rum. Keine Leiter, also muss doch drinnen hochgehen. Aber so ein... Hä? Ach, ich bin falscher Gebäude. Ja, kein Wunder. Hier muss ich hin. Na komm, kletter hoch. Haben wir da was dabei? Ich meine, wir haben ja mehr als genug.
Also wir haben wirklich, 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 wirklich mehr als genug. So. Start looking around for hordes. We'll do the rest. Spotted a weird one. That's not a normal zombie. Koloss? Zombieherde. Damn, that's a lot of them. Incoming. Clear the area. Und bam, da ist die Zombiehorde weg. Done and done. Tell Eric he owes us. That's a lot of zombies. Ach krass, ich kann die jetzt einfach so wegmachen. Oh, den habt ihr aber verfehlt. Oder? Ah, die habt ihr verfehlt. Was? Die Zombieherde lebt noch. Jungs, ihr habt Scheiße gebaut. Nicht getroffen. Ach Mann. Kann ich die jetzt endlos auf... Was kommt denn da? Eine Zombieherde. Auf die kann ich jetzt aber nicht mehr schicken, oder was? Das ist die Mission vorbei. Ja. Oh, Infektionsherd. Das ist natürlich ungünstig. Wo gehen wir denn noch hin? Da ist... Da war eine Ablenkung, um die Zombies wegzulocken. Okay, Infektionsherd und dann Zombies anlocken. Das sind dann die nächsten Schritte. Das sehen wir aber dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.